Moin, moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Super Fiesta. Hat schon einer genommen, deswegen bin ich da raus. Da mache ich nicht mit. Wir könnten. Ja, wir nehmen einfach die Burg, so, sie funktioniert immer. Welcome to Nova. Das können wir machen. Das können wir gut machen. So, Aufprallschaden ist nicht wirklich da, aber das ist Wurst. Ja, die Atome sind gar nicht schlecht. Wir machen das so. Und wir starten erstmal mit ihm hier. So machen wir das. Damit die auch schön ihr Mana verteilen können. Meinst du, ist er schon tot? Aber das ist halt so am Anfang, ne? Am Anfang ist immer so kritisch. Entweder kacken die Mana-Rösser ab oder der Angler. So, wir schauen mal. Wir machen genau das Gleiche. So ist das also. So, haben wir hier noch einen zweiten Angler hin? Ja, Magier bringt mir nicht so viel. Magier nicht. Bösewicht ist nicht schlecht. Aber wahrscheinlich nehme ich Beförderung. Macht irgendwie am meisten Sinn. Okay, hat den einen schon abgegradet. Und ich habe es nicht geschafft. Wegen der Schnecke. Kriegt er auch zwei ab. So einfach ist es. Wir natürlich noch ein Mana rausplatzieren. So einfach ist das. Ich mache mal noch keine Atome, weil die mir meinen Mana rauben. Für die Angler. Und da will ich die eigentlich noch nicht hinstellen. Was, wenn jetzt ein paar von den Kingpins fett sind? Das sieht gut aus. Der ist voll. Den werde ich nächste Runde upgraden. Zack. Und dann können wir uns auch einen Worker gönnen. Beziehungsweise zwei Worker. Man muss ja auch mit denen mitgehen, aber mir war es erstmal wichtiger, den aufzuwerten. Der hat fast gar nichts abgekriegt, der kackt übel schnell ab. Der wird fokussiert. Ja, der wird fokussiert, deswegen kackt er übel schnell ab. Aber naja. Solange mein einer gut Mana kriegt, ist das alles cool. Und ganz entspannt.
Habe ich auf ihn geschickt? Nee, ne? Nö. Ich bin hellblau. Und schick auf rot. Oh, 3 Mana-Rösser und ihn hier. Da hat er schon ganz schön Mana aufgesammelt. Hier mal einen Archer hinstellen. Die werden wir noch früh genug brauchen. Runde 6 wird hart. Da bin ich ehrlich. Also Runde 6 ist nicht einfach. Ah, das ist schon fast voll. Ah, da wird nicht genug. Nee, da wird nicht genug Knete haben, um den aufzuwerten direkt. Der ist voll. Vielleicht kriegt man den Blut raus. Da können wir den ein bisschen nerven. Blut ist raus. Das heißt, er hat nächste Runde noch mehr zu kämpfen. Oh, also wenn ich das habe, dann hat er garantiert die 250 zum Aufwerten. Davon bin ich überzeugt. Ja, jetzt müssen wir hier aber so ein bisschen. Ich muss ein bisschen mehr bauen, damit ich es schaffe. Ja. Es war mir klar, dass viel kommt. Ja. Das war mir auch klar. Er hat die 250 gehabt. So, es war sehr gut, dass ich noch aufgebaut habe. Sehr schön. Konnte ich alles gerade so halten noch. Mal noch, was haben sogar noch überlebt. Yes, my lord. Können wir eigentlich noch Blocke holen? Sind wir jetzt gut dabei? Aber so wie ich das hier gesehen habe bei ihm, baut man wohl keinen zweiten hin, sondern nur den einen, damit er das ganze Mana aufsaugen kann. Und der zweite nicht so viel abkriegt. Gebe ich ihm das die ganze Zeit das Mana, weil die anderen schon tot sind. Ja, so ist das eben. Der ist natürlich jetzt schon übel fett und jetzt hat er erst die anderen zwei platziert. Okay. Und das ist einmal schon voll. Weil er hängt jetzt natürlich. Bei dem Upgrade zum Pegasus. Kann er noch mehr Mana verteilen. Und dann muss ich für die 10 auf jeden Fall die hier upgraden. Die Archer. Oder die Waldläufer, je nachdem, wie man die nennen will. Aber ja, umso öfters man die
Dinge spielt, die man auch nicht kann, desto mehr lernt man dazu. Und es läuft schon mal wesentlich besser als die anderen Male, wo ich das Ganze probiert habe. Sehr gut. Consider it done. Consider it done. Ja, können wir ruhig die Locker mitnehmen. Aber ich halte hier relativ viel. Auch von den anderen. Ne, wir werten den mal auf und holen zwei Worker. Das finde ich besser. Da können wir dann auf 10 einen kleinen Send machen. Die ganze Zeit Kanonen schützen. Damit die schnell abkacken und kein Mana sammeln. Ah, diesmal schaffe ich es nicht ganz. Aber ich habe auch, wie gesagt, keinen Aufprallschaden. Dafür sind nur zwei durchgekommen. Das ist ein guter Schnitt, würde ich sagen. Wir stellen ihn mal dahin. Und dann gucke ich, ob ich im Reroll hier noch was hinstellen kann. Aktuell habe ich da nichts. Ja, der Kingpin wird down gehen wahrscheinlich. Ja, gerade so nicht. Nehmen wir den Magier mit. Dann machen wir es aber so. Nee, ich nehme die Rocker mit. Dann machen wir es so, dass die Angler da vorne sich schneller beleben. Ja, hier kann ich aktuell erstmal noch nicht viel machen. Der Kingpin ist halt super stark. Also wenn ich meinen ein oder meine mehrere dann habe, dann sieht es auch gut aus. Gibt es viele Seeschlangen? Die eine Runde kann ich auch noch warten. Warte ich den auf. Und dann warte ich die eine Runde noch, bis ich hier aufwerten kann. Passt.
Okay, er hat schon zwei. Okay, Magier und auf den Jünger gepackt. Aha. Das war also der Plan. Machen wir einfach so, mal gucken, was rausgeht. Da bin ich ganz entspannt. Mach ich das? Nö. Ich muss mal nachgucken. Aber ich habe den Kingpin-Typen, also kann das ja gar nicht sein. So, zack, der steht. Du kriegst ein Upgrade. Dann machen wir noch einen Healer mit rein. Den können wir dann aufwerten, damit der groß wird. Dann habe ich monströse Tanks. Dann versuche ich im Reroll noch ein bisschen Schaden rauszukriegen irgendwie. Also noch mehr. Die machen natürlich auch Fettschaden. Also, der schießt hier unendlich. Der hat immer seinen Power Shot. Die war natürlich auch schon voll. Oder ist sie bei ihm? Nee. Aber das ganze Mana, was der Idiot schon voll hat, geht jetzt auf den Jünger über. Das ist schon heftig. Oh, sehr gut. Hat mein Sendor noch was gebracht. So, dich werde ich auf. Den werte ich auf. Als nächste Runde hier nochmal zwei Mana-Häuser platzieren. Oder die upgraden. Also jetzt habe ich nur den einen. Ich bin immer noch relativ langsam, wenn ich mir den anderen angucke, der schon zwei volle hat. Und es sind bald drei. Aber wie gesagt, es läuft besser als bei den letzten Versuchen. Aber ohne die Mana-Rosser könnte ich es gar nicht spielen. Dinos rein, die sind immer gut. Das sind alles meine Einheiten, außer die Atome. Passt. Das passt. Die regenerieren gut. Mana können jetzt noch mehr weitergeben. Ich lasse die mal klein, damit die anderen sich aufladen. Ah, die sind auch immer fetter. 680.
Ja, mega Healing. Also ich hätte es sicherlich ein bisschen besser spielen können, indem ich, wie gesagt, den einen Kingpin früh aufgebaut hätte. Aber sonst ist es noch eine bombenmäßige Kombo, oder? Wenn ich dann den Bananenbank noch groß mache, da kann ja nichts mehr passieren. So. Die müssen wir mal aufwerten. Holy shit. Nee, wir wollen Worker bauen auch. Nicht zu viel hinstellen an Einheiten. Lass sie auch mal rollen. Ja, okay, die nehmen wir mit. Bin ich eigentlich gut dabei. Voreis war wichtig. Und die Kingpins auch nicht auf die Fresse kriegen. Das ist halt ärgerlich. Der hat immer den Power Shot. Jeden zweiten Schuss. Ich hab ganz schön zu kämpfen. Ja auch, hier komme ich durch. Aber er kommt wahrscheinlich auch durch. Ja. Oh, das gibt auf den Sack. Das sind meine. Und da haben wir ganz schön was abgekriegt. So. Die sind fast voll. Ich werde jetzt die upgraden. Da bleibt noch mehr Mana übrig. Und der wird groß. Ich weiß eigentlich Quatsch, ich muss hier. Muss die aufwerten. Das muss ich machen. Mach schon Schaden gegen die ist kacke. Weil auch wenn er groß ist. Ja, das schaffe ich auch oder nicht. Der hat zu fett geschickt. Aber ich wollte auch keine Worker mehr, also alles cool. So viel ist gar nicht durchgekommen, hauptsächlich die Söldner und einer von diesen Metalldrachen. Das kann ich verkraften. Jetzt müssen wir die aufwerten, so. Die werten wir auf. Zack. Hier kann ich den erstmal noch reinpacken. Das machen wir so.
Zack. Na, gucken wir mal. Magischer Schaden ist gut dabei jetzt mit den aufgewerteten Wüstenpilgern. Easy. Hat leider auch geblockt. Okay, sie aus, senden wir nochmal. Die machen wir groß. Das machen wir so. Passt. Das passt. Das können wir ruhig sammeln. Sogar mehr Plus als er. Hat vielleicht auch ein paar Blocker geholt, wer weiß. Aber ich bin echt gut dabei mittlerweile. Dass ich das hier aufgewertet habe. Die sind jetzt auch beide fast voll. Jetzt hier nochmal ein bisschen aufrüsten mit denen. Und dann machen wir einfach den Bananenbaum noch so groß wie möglich. Alles sehr kompakt. Die kann ich nächste Runde dann sicherlich auch. Also ihn hätte ich jetzt schon aufwerten können. Machen wir auch. Ja, Quatsch, wenn ich das nicht mache. Dann lade ich jetzt noch den letzten auf und dann mache ich nur noch den Bananenbaum groß. Zack. Kann ich hier nochmal 2 aufwerten? Auf 500 piepen und dann mache ich die noch und dann habe ich alles aufgewertet. Und sehr kompakt gebaut. Das sieht schon echt massiv aus hier mit den Kingpins. Hier drin. Mit den Atomen. Und rundherum einfach die verschollenen Häuptlinge, die den Baum größer machen. Leben. Das ist aber einfach auch eine dicke Kombo. Wenig Kohle. Machen wir es halt so. Okay, hier kommen auch 2000 an. Ein großer Baum ist schon fast tot. Das wird spannend.
wird halten. Er hat auch wesentlich mehr Plus als ich, weil er noch mehr Kingpins gebaut hat. Mein Shop war halt relativ langsam. Aber ich habe geblockt fürs Team. Aber lange werde ich das nicht halten können. Meine Kingpins sind schon tot. Holy shit. Die waren alle aufeinander gesteckt. Jetzt haben die sich erst verteilt. Ja gut, das war's. Oder? Doch, ja. Schafft er nicht. Da war noch ein Dicker hier vorne. Aber keine schlechte Runde, muss man schon sagen. Die Kombo war stark. Die Kombo war richtig stark. Ja, das war eine weitere Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.